So, guten Morgen, liebe Land. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen auf dem Gelände und dem Parksaal der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung. Ich bin der Leiter der Unternehmensentwicklung in dieser Stiftung. Mein Name ist Patrick Betz. Mein klinisches E-Learning bei uns angesiedelt und davon wird auch heute noch von Sarah Franke von uns die Rede sein. Mir obliegt es, Sie einfach nur herzlich willkommen zu heißen bei uns in unserem schönen Seminarzentrum. Ich hoffe, Sie genießen den Tag. Ich habe das so ein bisschen begleitet, was bei uns E-Learning-mäßig lief bis anhin. War dabei, alles Mögliche zu Ihnen zu evaluieren, One-Stop-Shop-Lösungen. Gerade für das Gesundheit- und Sozialwesen gibt es da so einige übliche Verdächtige in der Schweiz. Ja, und dann haben wir lange überlegt und lange evaluiert und viele morphologische Tests gemacht. Vor, ich glaube, 2,5 Jahren war das. Und sind dann bei Open 100 zurecht. Und das nutzen wir bis heute für unsere 800 Mitarbeitenden auf dem Areal. Wir haben einen Langzeitbereich, einen Heimbereich für Menschen mit mehrfacher Schwerstbehinderung in erster Linie. Wir haben eine Klinik für Epileptologie. Epilepsie ist Gott sei Dank in den letzten 100 Jahren gut mit Medikamenten handelbar. Das heißt, uns brechen da die Patienten Gott sei Dank weg. Deswegen haben wir in dieser Klinik noch eine große Abteilung für Neurorehabilitation, Schlaganfall, Parkinson etc. Das bricht leider uns nicht weg. Sichert uns das wirtschaftliche Auskommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag heute bei den Open-Roland-Talks und muss noch, Sarah, das hast du mich gebeten, noch ein bisschen Werbung machen für den E-Learning. Für die E-Learning-Erfragruppe im Gesundheitswesen der Schweiz. Zürich, sorry, Zürich, nicht so weit anweisen. Ganz viel Spaß, ich übergebe gleich an Frau Sabrina Scheibiller von Frentix und schöne Zeit bei uns, schönen Tag. Dankeschön wieder. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von unserer Seite, von der Firma Frentix, zu den O-Talks. Ihr seht hier eine Übersicht all unserer Kunden und auch Partner, die heute hier sind und mit uns zusammen diesen Tag, diese O-Talks gestalten werden. Ein bisschen weitergehen, so ein bisschen die Übersicht, wie denn alle diese Unternehmen und Institutionen aufgeteilt sind. Ganz auf der linken Seite sehen wir zuerst die Universitäten aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland, die von ein bisschen weiter hergereist sind, was wir natürlich sehr schätzen. Im nächsten Bereich sind Institutionen aus den Bereichen der Schulung und der Bildung und zum Schluss dann auch verschiedene Verbände, Firmen und Spitäler, so wie wir auch hier jetzt heute bei der Swiss Epi sein dürfen. Gerade bei der Swiss Epi sind, möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass wir hier unseren Tag verbringen dürfen. Wir durften bereits Kaffee und Gipfeli genießen. Wir schätzen das sehr und möchten uns auch bei Herrn Berz für die kurze Ansprache von vorhin bedanken. Gut, dann ein bisschen zum heutigen Tag. Diejenigen, die bereits in den letzten Jahren hier waren, haben vielleicht bereits im Vorhinein bemerkt, dass der heutige Tag ein bisschen anders stattfinden wird wie bis anhin. Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal mit einem neuen Konzept arbeiten, indem wir den Tag in diese drei Bereiche Präsentationen, Schulungen und Ankonferenz aufteilen werden. Jetzt im ersten Teil sind wir alle hier zusammen. Nachher werden wir uns aufteilen auf die verschiedenen Räume, ich nachher noch kurz dazukommen werde. Die Sprache, wie ihr bereits merkt, ist heute Standarddeutsch, sodass auch unsere deutschen Kollegen alles verstehen können. Wir haben auch, da es ein Community-Tag ist, für heute auf das Du gewechselt. Wer damit Mühe hat, darf das natürlich gerne sagen. Auch im Nachhinein an die O-Talks können wir gerne wieder von der Du-Form in die Sie-Form wechseln, wenn dies gewünscht ist. Für diejenigen, die gerne in den Social Media aktiv sind, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie über Twitter mit dem Tag #OTalks und #OpenOLAT diese Tagung hier teilen können, damit ganz viele andere auch noch darüber informiert werden.
Das Mittagessen wird um 10 vor 1 in der Mensa stattfinden. Die Mensa ist gleich nebenan. Dort verläuft es so, so wie ich jetzt heute Morgen gesehen habe, gibt es 3 verschiedene Menüs, wo Sie auswählen können. Bezahlen tut dies jeder selber, Sie sind also in dieser Stunde frei und könnt einfach dann essen gehen, wenn ihr möchtet. Ganz zum Schluss werden wir uns zu einem ganz gemütlichen Teil treffen, zu einem Apro hier in der Nähe. Das werden wir euch noch ganz genau erklären, wo es ist, sobald der offizielle Teil zu Ende ist. Wir würden uns freuen, wenn sich noch mehr anmelden. Die Anmeldung ist noch offen. Wer sich noch anmelden möchte, kann dies gerne tun. Wir sind froh, wenn wir ein bisschen eine Übersicht haben, wie viele Leute dann wirklich kommen. Zum Programm. Es hat sich nicht mehr groß geändert. Ihr habt es bestimmt schon gesehen auf dem Kurs, den wir auf der Community aufgeschaltet haben. Wie bereits gesagt, haben wir am Anfang die Begrüßung, Themenrückblick und Ausblick hier alle zusammen. Anschließend wird es sich aufteilen in diese 3 Bereiche. Hier drinnen werden weiterhin die Präsentationen stattfinden. Die Schulungen hier im roten Bereich finden einen Stock höher statt im Parkraum 2. Das ist derjenige Raum, wo Sie, wenn ihr reingekommen seid, einfach geradeaus dieser Raum. Die Ankonferenz findet zuoberst statt im Parkraum 4. Ihr könnt einfach alle Treppen nach oben gehen, bis ihr zuoberst seid, seid ihr in diesem Raum angekommen. Noch etwas Kurzes zu den Unconferences. Wie es der Name schon sagt, es ist nicht geleitet. Ihr seid eigentlich dort frei, euch zu diesen Themen auszutauschen, die ihr möchtet. Wir haben im Vorhinein im Forum einige Themen gesammelt. Das sind so ein bisschen die Richtthemen, welche wir hier auch aufgelistet haben. Ihr seid aber natürlich frei, auch über andere Themen euch auszutauschen. Ein Raum oben, eben der Parkraum 4, ist so reserviert. Es hat aber auch vor dem Raum Platz für kleinere Diskussionsrunden oder auch heute im schönen Wetter dürft ihr euch gerne auch rund um das Gebäude treffen und gewisse Themen diskutieren. Für die Technikinteressierten, unsere Techniker werden ab dem Nachmittag auch dabei sein. Ihr dürft euch dann gerne bei ihnen melden und diese Themen mit ihnen diskutieren. Gut, dann noch zum WLAN. Im ganzen Gebäude ist ein offenes WLAN, das ihr unter EpiTalk Public findet. Es wechselt ein bisschen von Stock zu Stock, da der Router nicht genügend stark ist von unten bis oben. Also wenn ihr zwischendurch rausfällt, einfach wieder neu einloggen. Aber so habt ihr die Möglichkeit, immer auch online zu sein. Gut, dann wünsche ich euch allen heute viel Spaß, viele interessante Themen, die euch weiterbringen, damit ihr viel vom heutigen Tag mitnehmen könnt. Jetzt probiere ich das noch mit dem Audio hier. Hallo? Test, Test. Hört ihr mich? Super. Also vielen Dank, Sabrina, für die Einführung. Und noch ein kleines Wort im Voraus. Man sieht, da hinten hat es eine Videokamera. Wir nehmen auch den Ton auf. Wir haben letztes Jahr dann die Sessions online gestellt. Einfach, dass euch das bewusst ist. Wenn ihr euch dann nachher zu Wortmeldungen meldet, dann ist euer Ton eventuell hörbar irgendwo im Internet. Wer das also nicht möchte, der muss sich ganz leise melden. Gut, ich habe die Freude, jetzt die nächste knappe Stunde euch einen Rückblick zu geben, was im letzten Jahr gelaufen ist und wohin die Reise mit OpenOLAT in nächster Zeit geht. Nach diesem Teil kommt dann die verdiente Kaffeepause und dann geht's los in die eigentlichen Inhalte. Starten wir gleich mit dem Jahresrückblick. Letztes Jahr haben wir an dieser Veranstaltung auch gezeigt, was wir vorhaben in die Zukunft. Und das waren die Informationen, die wir euch gegeben haben. Wir haben den L10.5 angekündigt und den 11er Release. Und wir wollen jetzt schauen, was wir davon jetzt effektiv dann auch umgesetzt haben. Wir haben kurz nach den O-Talks letzten Jahr den 10.5 Release freigegeben mit 45 Features. Eine der Hauptfunktionen, die wir da freigelassen haben in die Wildnis, ist der Videobaustein,
in Form einer Lernressource oder als Kursbaustein oder eben in Form dieses LearnTubes. Das war mehr so eine Idee, um zu gucken, ob das vielleicht auch eine Anwendung findet. Dann haben wir einiges im Aufgabenbaustein gemacht und weitere Verbesserungen vorgenommen. Wir können das auch mal anschauen mit Screenshots, ein bisschen illustriert. Wir sehen hier ein Beispiel, wie so ein LearnTube aussieht oder wie eben die Videointegration aussieht. Dann am Beispiel vom Aufgabenbaustein, da hatten wir vor allem in diesem Bereich hier bei der Abgabe einige Usability-Probleme gehabt, dass die Leute die Aufgabe abgegeben haben, anstelle von einer Datei hochgeladen haben. Das waren hier in dem Bereich Verbesserungen. Eine recht große Arbeit für euch vielleicht mit nicht ganz so großem Effekt oder ihr seht sie zwar jeden Tag, aber es ist nicht etwas eine Funktion im OLA drin, ist, dass wir die Benachrichtigungs-E-Mails auf HTML umgestellt haben. Das, glaube ich, hat doch eine große Verbesserung gebracht in der Übersichtlichkeit, weil diese Benachrichtigungen sind ja sowieso schon also nicht so übersichtlich, weil es einfach viele Benachrichtigungen sind unter Umständen. Aber jetzt sieht man wenigstens einen entsprechenden Text und nicht mehr nur irgendwelche kryptischen Links. Gut, der große Release aber im letzten Jahr war der 11er Release. Da haben wir ja lange Zeit darauf hingearbeitet, haben wir über eineinhalb Jahre darauf hingearbeitet. Nämlich hatte der zwei Hauptfokusthemen. Das E-Assessment, nämlich ein Umbau von Qt 1.2, das ist der alte E-Learning-Standard, auf Version 2.1. Und das klingt ja nur nach eine Version mehr, oder? Aber in Tat und Wahrheit hat das außer dem Namen eigentlich keine Gemeinsamkeit. Es ist ein komplett neuer Standard und somit mussten wir auch eine komplett neue Engine implementieren. Das war der große Fokuspunkt 1. Der zweite Fokuspunkt war das Portfolio 2.0. Das war auch eine komplette Neuimplementation des E-Portfolios aus verschiedenen Gründen, die wir letztes Jahr detailliert besprochen haben, hauptsächlich Usability-Probleme, die im alten E-Portfolio einfach die dazu führten, dass die Anwendungen nicht funktioniert haben. Jetzt haben wir ein neues Portfolio 2.0, sehen wir sicher auch noch ein paar Screenshots dazu. Mit diesem Umbau im E-Assessment-System, das hatte auch mit sich geführt, dass wir das ganze Datenmodell umbauen mussten für die Bewertungen im Kurs. Und deswegen mussten wir auch ein neues Bewertungswerkzeug implementieren, wo wir versucht haben, stärker auf den Arbeitsfluss der Benutzer einzugehen. Das ist uns im ersten Schritt nicht ganz gelungen, deswegen haben wir dann später da noch ein bisschen nachjustiert. Gut, auf die anderen Punkte gehe ich jetzt hier nicht rein, sehen wir gerade auf den Screenshots. Zum Qt.ai können wir sagen, gestartet haben wir eigentlich mit den Fragetypen, die wir schon im alten Testsystem hatten. Also waren wir relativ schmalbrüstig unterwegs. Das holpert hier immer so ein bisschen. Ein bisschen unangenehm. Oh, jetzt ist es rausgefallen. So, ist jetzt besser. Ich probiere es nochmal. Heute können wir sagen, wir haben jetzt schon einen gigantischen Sprung weiter vorwärts gemacht mit neuen Fragetypen. Das sehen wir dann später. Hier noch ein Screenshot des Bewertungswerkzeuges. Hier einige Impressionen aus dem E-Portfolio. Das hatte einerseits eine völlig neue Startseite. Im Portfolio drin ist das jetzt stärker eintragsorientiert, also weniger reflexionsorientiert, sondern mehr so aufsatzmäßig, blockmäßig aufgebaut. Man kann aber auch weiterhin ähnliche Portfolios wie früher machen. Eine wichtige Funktion ist diese Snail Trail, wie wir dem sagen. Also eine Ansicht, die über die Zeit mir zeigt, wo habe ich gearbeitet, wie ist der Status der jeweiligen Einträge. Hier blau ist publiziert, orange ist noch ein Entwurf, so dass ich eben mit der Zeit sehe, wie sich mein Lernfortschritt verändert hat. Und hier noch eine Anzeige eines einzelnen Eintrages, der allerdings nicht ganz so wahnsinnig interessant ist hier mit nur einem kleinen Bild.
Im Bereich Video haben wir dann auch nachgelegt im 11er Release und haben diesen Kapitel-Editor eingefügt. Das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Man sieht hier oben im Video diese Kapitelmarkierungen. Da kann ich draufklicken und also direkt zu bestimmten Bereichen im Video hinspringen. Ich muss dazu keinen Flash-Player haben oder so weiter. Das funktioniert auch auf mobilen Geräten. Ich habe dazu einen einfachen Editor. Ich kann da im Video einfach irgendwo hingehen und sagen, ja, hier ist ein neues Kapitel. Also gehe mit dem Video, mit dem Slider hier rüber und dann drücke ich hier Kapitel hinzufügen und dann macht er an diesem Punkt einen neuen Kapitelmarker. Wer also Videos einsetzt mit didaktischen Inhalten, für die sind das doch eigentlich ganz gute Erweiterungen. Gut, eine lang ersehnte Funktion, die wir zwar im Code schon ein bisschen drin hatten, sind die Serientermine. Die waren aber tatsächlich nicht so ausgebaut, dass sie wirklich gut nutzbar waren. Speziell, wenn man einen Serientermin hat und einen Termin der Serie verschieben möchte oder löschen möchte, dann muss man da Spezielles tun, damit das auch wirklich mit Outlook dann funktioniert und mit dem Google-Kalender etc. Da haben wir einiges getan. Man sieht, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Serientermine zu erstellen und können auch einzelne Einträge der Serie problemlos verschieben oder löschen, ohne dass das die anderen Events beeinflusst. Hier sehen wir den Kurseditor beim Forum und was man hier speziell sieht, ist, dass man freischalten kann, dass ein Forum auch von anonymen Gästen beantwortet werden kann oder dass man nicht jetzt anonym, aber mit einem Pseudonym, also als Mickey Mouse, Forenbeiträge erstellen kann. Da gibt es didaktische Szenarien, in denen das eben sinnvoll ist, dass man die Identität verbergen kann, damit eben Gespräche möglich sind, die mit der richtigen Identität nicht möglich sind. Das Zweite, was man hier sieht, ist diese leichte Zebra-Darstellung da oben. Man sieht es ein bisschen schwach vom Kontrast. Damit haben wir die Usability im Editor dahingehend verbessern wollen, dass man besser erkennt, dass man jetzt im Editor ist, dass einfach der Unterschied zwischen Nicht-Editor-Modus und Editor-Modus besser sichtbar wird. Gut, dann haben wir eine Durststrecke bis Ende Jahr überbrückt und Anfangsjahr kam der 11.2 heraus. Das war ein sehr großer Release, auch wenn hier nur 20 Features steht, aber die Features haben ja unterschiedliche Größenordnungen. Das Wichtigste waren weitere Funktionen beim ePortfolio, Fremd- und Selbsteinschätzung, dann die Kursbeenden-Funktion, auch unter dem Arbeitstitel Kursfreeze genannt, und einen neuen Kursbaustein Teilnehmerordner. Gehen wir doch gerade drauf ein. Die Portfolio-, Selbst- und Fremdeinschätzung, ich finde persönlich, dass das jetzt nach dieser ganzen Entwicklung, das kam eigentlich ganz spät dazu, das hatten wir vor einem Jahr gar noch nicht so auf dem Radar, dass wir das so implementieren werden. Aber ich denke, dass das eigentlich eine der Killerfunktionen dieses ePortfolios ist, dass man das so wirklich tun kann. Also ich habe hier eine Selbsteinschätzung, einen Fragebogen, den ich ausfüllen muss. Wie bewege ich mich in einer Thematik? Ob, welcher Art auch immer, das ist ja völlig contentbefreit, und habe jetzt hier konfiguriert, dass eine Person mir hier eine Fremdeinschätzung geben kann und jetzt kann ich hier in der Auswertung eben diese Selbst- und Fremdeinschätzung übereinander legen und sehe hier sofort mit diesem Profil, passt das oder passt das nicht, sehen mich die anderen ganz anders. Dieser andere Person, das kann ja ein Peer sein oder das kann ein Betreuer sein, also das ist nicht festgelegt, dass das nur ein Betreuer sein könnte. Das könnten auch 5 Mitstudierende sein in einem solchen Kontext. Also eine wirklich ganz tolle Funktion. Wenn ihr mehr zum ePortfolio auch wissen möchtet, gibt es heute Nachmittag ja, also ist das schon am Vormittag, noch einen Ausbildungsfrap bei der Sabrina auch zum Thema ePortfolio. Da könnt ihr lernen, wie man das macht. Im Programm steht es ja, ich weiß es nicht auswendig. Gut, diese Kursbeenden-Funktion, wir hatten schon immer Kursbeenden, aber diese Funktion, die hat eigentlich ganz etwas Seltsames gemacht, nämlich den Kurs in einen Zustand gebracht, wo alle Leute ausgetragen wurden und ich konnte den danach gar nicht mehr benutzen, weil ich konnte das nicht mehr zurück
bewegen diesen Zustand. Neu haben wir kam die Idee von IBW, dass wir eigentlich gerne den Kurs nach dem Semesterende noch 2 Jahre weiter besuchen, also zur Verfügung stellen möchten, weil die Studierenden haben dafür bezahlt. Aber das soll nur lesend sein. Kein Forumschreibrechte mehr, keine Files mehr hochgeladen werden. Auch als Dozent soll ich keinen Editor mehr öffnen können. Also der ganze Kurs ist wie eingefroren. Deswegen auch dieser Arbeitstitel Kurs Freeze. Und das ist das, was sich jetzt hier unter Finish Kurs, also im Kurs beenden, versteckt. Da werden keine Daten gelöscht, sondern der Kurs wird nur in einen anderen Modus gelegt. Das Zweite, was wir dann auch gerade gemacht haben, ist beim Kurs löschen, da gab es ja immer wieder Probleme, dass Leute aus Versehen einen Kurs gelöscht haben. Ich verstehe nicht wie, aber das ist immer wieder passiert und mit dramatischen Folgen, weil das kann man nicht so einfach wiederherstellen. Und neu ist es so, dass wenn ich jetzt hier lösche, da wird gar nichts gelöscht, sondern wir tun nur so, wie wenn es gelöscht wäre und nur der Systemadministrator kann Lernressourcen wirklich definitiv löschen. Aber die Autoren, die merken das gar nicht und so kann man die ganz relaxed, wenn jemand anruft, ich habe meinen Kurs gelöscht, kann man einen Knopf drücken und da ist wieder da. Und verdient sich dabei ein Haras Bier, das ist noch gut. Gut, Kursbaustein Teilnehmerordner, das ist eine Antwort auf die Problematik, dass wir mit dem neuen Aufgabenbaustein, also neu, der ist jetzt auch nicht mehr so neu, eine Funktionalität eigentlich entfernt haben, von denen wir nicht wussten, dass das sehr aktiv verwendet wurde, nämlich einfach einen Austauschordner zwischen Dozierenden und Studierenden zu haben. Also ich sage jetzt hier Studierenden einfach, das ist natürlich, könnt das die Schüler sein, wie auch immer, das ist jetzt mein Wording für heute. Und mit diesem Teilnehmerordner habe ich genau das, ich kann also pro Studierenden habe ich da die Möglichkeit, auf einen Blick zu sehen, wo habe ich schon Dokumente abgegeben, wer hat mir schon etwas abgegeben. Ich habe eine Benachrichtigung, die ich konfigurieren muss, nicht pro Benutzer eine Benachrichtigung und kann natürlich hier auch ganz feingranular einstellen, ob das nur eine Einwegkommunikation oder ob das in beide Richtungen gehen soll. Neue Fragetypen sind dazugekommen, habe ich schon angekündigt. Das sind drei tolle Fragetypen, dieser Match. Der wird auch, wird auch unter dem Namen Matrix-Fragetyp gehandelt, weil es eben diese Matrix-Darstellung ist, oder? Also ich muss hier eine Zuordnung von diesen Begriffen zu diesen Begriffen machen. Gibt es in einer Single-Choice- oder einer Multiple-Choice-Variante? Die Drawing-Interaction. Alle, die dieses Quiz gemacht haben, haben kennengelernt, wie das funktioniert. Da hinterlege ich also ein Bild und muss auf dieses Bild irgendeine Fragestellung per Zeichnung beantworten. Habe hier das Spray-Tool oder das Linien-Tool für verschiedene Farben, kann man also wirklich ganz gute Tests damit bauen. Natürlich nicht automatisch korrigierbar, aber das ist ja nicht Sache. Beim Upload ähnlich, habt ihr auch kennengelernt im Quiz, für die, die es gemacht haben. Also eine Fragestellung könnte sein, ich muss etwas in Excel, irgendwelche Formeln berechnen und zeigen, dass ich das Excel im Griff habe. Dann lade ich das Excel-File hoch. Die Betreuer können das runterladen, anschauen und dann manuell dann die Punkte dafür vergeben. Überhaupt zum Thema Quiz, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, wir haben ein Quiz integriert in den Kurs, den wir als Organisationskurs ja gemacht haben für heute. Und da habt ihr 2 Versuche maximal und wir werden am Ende des Tages, kurz vor Schluss, werden wir dann den Sieger oder die Siegerin erküren. Ihr seht das auch, dass das Highscore-Feature dort aktiviert ist. Und wer das also noch nicht gemacht hat, dann, der soll doch das noch machen. Da erlebt ihr auch all diese verschiedenen Fragetypen live, selbst mal aus der Studierendenperspektive. Gut, 11.3 kam 2 Monate später, im März. Das war wieder ein sehr guter Release aus meiner Sicht, speziell für das Qt-System, weil wir hier nochmals eine große Überarbeitung gemacht haben auf grafischer Ebene, hier viel getuned haben und einige wichtige Funktionen noch dazugefügt haben, die bisher noch nicht vorhanden war, speziell die Zeitbeschränkung. Die ist nicht ganz trivial jetzt auf Qti-Ebene und wir haben die quasi auf Testebene implementiert. Also ich kann nicht pro einzelnen Item die Zeiten einschränken, das ist auch sehr komplex zu handhaben dann, weil man da widersprüchliche Dinge konfigurieren kann. Und wir haben einfach gesagt, ja, aber pro Test muss ich schon sagen können, 2 Stunden. Und wenn die 2 Stunden dann abgelaufen sind, dann wird der Test automatisch eingezogen.
Eine ganz schöne Sache hier ist auch diese Testquittung. Das muss ich vielleicht kurz erklären, was es damit auf sich hat. Wenn ich ein Prüfungsszenario OpenWallet einsetze, dann muss das ja rechtlich auch irgendwo fundiert sein. Also es muss garantiert sein, dass diese Resultate nicht manipuliert werden konnten vom Betreuer zum Beispiel. Und deswegen kann man das so einstellen, dass wenn der Test fertig ist, da wird ein sogenanntes Results Reporting File generiert. Das ist ein XML-File gemäß dem IMS-Standard. Und über dieses XML-File berechnen wir eine digitale Signatur gemäß dem digitalen XML-Signaturstandard. Und diese Signatur wird dem Benutzer nach Hause geschickt per E-Mail. Und dann kann ich später im System nachprüfen, ob diese Signatur tatsächlich zu diesem XML-File gehört und kann so verifizieren, ob diese Daten irgendwie manipuliert wurden. Also für die juristische Absicherung ist das sicher ein Aspekt von verschiedenen, die zu einem Erfolg führen. Gut, gehen wir noch gleich in die Screenshots. Hier sehen wir die Zeitbeschränkung. Hier kommt jetzt eine Meldung, Achtung, die Zeit läuft langsam ab. Das wird dann immer dramatischer hier, die Nachricht, je länger es zum Ende hin zugeht. Und wenn ich dann nichts tue, eben, dann wird es dann irgendwann einfach eingezogen. Hier sieht man die Konfiguration dieses digitalen Zertifikates für die Testquittung. Und hier unten etwas, was ich vorhin nicht erwähnt habe, wir haben auch beim Test noch darauf hingearbeitet, dass die Konfiguration einfacher ist, weil ich kann eben bei Qt auf Test-Item-Ebene Dinge konfigurieren, ich kann auf Sektionsebene Dinge konfigurieren, ich kann auf Part-Ebene Dinge konfigurieren, ich kann auf Test-Ebene Dinge konfigurieren und bei der Test-Einbindung Dinge konfigurieren. Und da kann man leicht den Überblick verlieren. Das hat jetzt nichts mit OpenWallet zu tun, sondern das ist die Eigenheit dieses Standards, dass der eben das alles zulässt. Und um das zu vereinfachen und den Leuten besser zu erklären, dass das alles gar nicht so wichtig ist, was man da konfigurieren kann, haben wir ganz viele Dinge in so einen Experten-Tab geschoben, wo wir denken, also 0815-Tests brauchen das alles nicht. Da reicht die Standardkonfiguration und haben hier zudem noch so ein Profil hinzugefügt, wo ich also eine optimierte Konfiguration für einen summativen Test mir anlegen kann, auswählen kann oder für einen formativen Test. Und dann kann ich das aber immer noch anpassen. Das ist nur so ein Preset. Gut, das ist eine Sache, die ist eigentlich ganz zentral. Nämlich bisher war es ja immer so, wenn ich Prüfungen jetzt mit OpenWallet mache, dass diese Punkte und diese Bewertungen eigentlich sofort, wenn ich sie eintrage oder wenn sie anfallen, sofort dem Studierenden angezeigt werden. Ich kann das noch so ein bisschen ausblenden, aber letztlich sind die Daten so hinterlegt. Und da haben wir gedacht, das ist jetzt wirklich etwas, wo wir korrigieren müssen und haben hier deswegen diese Sichtbarkeit eingefügt. Wenn immer ich jetzt also einen Test mache, bei dem eine manuelle Korrektur anfällt, das kann ich einstellen, dass das der Fall ist, dann wird die Sichtbarkeit dieser Berechnungen hier automatisch auf False gestellt, sodass, wenn ich dann manuell diesen Test korrigiert habe und jetzt für alle meine 50 Studierenden auf einen Schlag die Beurteilungen freigeben möchte, dann kann ich die alle anwählen, also hier Select All machen und dann sage ich, ja, sichtbar machen für alle und dann werden diese Testresultate publiziert. Man könnte eben auch publizieren sagen. Also für die Praxisanwendung, wenn man mit Tests im Sinne von Prüfungen arbeitet, und das ist ja nicht auf Tests limitiert, ich kann das auch für Aufgabenbausteine und andere Dinge verwenden, ist das eine ganz essentielle Funktion. Gut, noch den Highscore, das haben die, die den Test gemacht haben, die haben das kennengelernt. Eine kleine Ergänzung im System, um Richtung Gamification etwas anzubieten, ohne dass ich groß etwas von Hand machen muss. Diese drei Funktionen, die wir hier sehen, die Liste, dieses Treppchen und die grafische Analyse, das kann ich alles einzeln ein- und ausschalten. Ich kann sagen, das soll anonym sein oder nicht anonym sein. Ich habe hier viele Konfigurationsmöglichkeiten. Das soll also die Lernenden motivieren, eben sich zu verbessern oder sich auszutauschen. Auch eine ganz interessante Funktion, die wir für BCG gemacht haben, die authentifizieren ihre Benutzer über ein Office 365-System, was in der Cloud operiert, und alle Studierenden haben das gleiche Passwort in OpenWallet wie fürs E-Mail-System. Und dann funktioniert natürlich diesen Passwort zurücksetzen über E-Mail-Workflow nicht mehr so richtig, weil wenn ich nicht mehr ins OpenWallet reinkomme, kann ich auch meine Mails nicht mehr lesen.
Deswegen haben wir also eine SMS-Authentifizierung implementiert. Das ist jetzt quasi der erste Anwendungsfall, dass wir das Passwort über SMS zurücksetzen können. Man kann sich natürlich jetzt mit dieser Infrastruktur auch noch beliebige andere neue Funktionen vorstellen. Gut, L4, der ist quasi brandneu, einen Monat alt. Da gab es, gehe ich gerade zu den Screenshots, auch nochmal zwei Funktionen im Testbereich, nämlich das lang ersehnte Autosave, man sieht es hier. Das kommt aus der Ecke BBW, die machen Matura-Aufsätze in OpenOLAT. Da sitzen die Studierenden also 2 Stunden lang dran. Und da wäre es natürlich dramatisch, wenn diese Daten irgendwie verschwinden würden. Wenn jetzt der Computer abstürzt oder sonst irgendetwas Komisches passiert, Stromausfall hatten wir ja wegen Blitzschlag gerade vor ein paar Tagen. Deswegen wird hier jetzt Autosave gemacht. Und wenn ich auch alles zumache, alles abstürzt, ich wieder reinkomme, dann kann ich diesen Text, den ich geschrieben habe, wieder mir in das Formular reinladen lassen. Und ich sehe hier auch immer, wann da zuletzt gespeichert wurde, damit ich auch sehe, ob das Autosave überhaupt funktioniert hat. Ein neuer Fragetyp ist dazugekommen von Innsbruck, nämlich Hottext heißt der. Da gibt es dann im 10L5 noch Verbesserungen in dem Bereich, auch interessante Anwendungsfälle, die damit abdeckbar sind. Dann haben wir noch in der Gruppe einige Maintenance-Tasks gemacht, nämlich dass wir die ganze Mitgliederliste hier angleichen an den Style, wie wir das jetzt bei den, im Kurs auch gemacht haben, dass es einfach attraktiver ist, dass wir nicht diese Listenwüsten immer haben, wie hier unten. Die kann ich immer noch anhaben, wenn ich hier umschalte, kann ich hin und her wechseln, ob ich gerne Liste, Bleiwüste habe oder gerne Bildchen, je nach Präferenz. Und dann haben wir diese Info, diese Gruppeninfo, die ja früher einfach ein Text war, auch umgebaut auf dieselbe Infrastruktur wie der Info-Baustein im Kurs, der ja sehr beliebt ist. Da hat den Vorteil, dass wenn ich hier eine neue Info reinstelle, dann kriegen die Gruppenmitglieder auch eine Information, dass sich die Information geändert hat. Das war bei der alten Info gar nicht der Fall. Gut, muss ich da meine Zeit gucken. Was war bei Frentex neu? Wir haben ein 10-jähriges Jubiläum und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei all denen bedanken, die uns schon so lange begleiten. OpenOLAT bzw. OLAT hat jetzt 18 Jahre auf dem Buckel, eine ganz schöne Zeit. Frentex ist ein bisschen später als Firma entstanden aus diesem Projekt und wir von Frentex haben dann so gefeiert. Vielleicht machen wir dann heute Abend dasselbe auch noch zusammen. Wir haben neue Mitglieder im Team. Sabrina Scheiwiller habt ihr alle kennengelernt. Sie hat die Tagung heute organisiert für euch. Eine zweite Person, die neu dazugekommen ist, ist der Urs. Der habt ihr auch kennengelernt, als ihr da dieses Namenszettelchen gekriegt habt. Urs ist Softwareentwickler und unterstützt uns in der Entwicklung. Sabrina arbeitet im Projekt- und Produktmanagement und betreut auch die ganzen Manual- und Ausbildungsgeschichten, die wir da so haben. Für uns wichtig, ich hoffe, ihr habt das nicht zu stark gemerkt, ist unser Büroumbau. Wir brauchen einfach mehr Zimmer im Büro. Das hat dann so ausgesehen, wer bei uns mal war, wir haben so ein Open Space Büro, hier hat es eine Glasbox und da hinten. Wir haben da alles weggeräumt und dann kamen neue Glasboxen hinzu. Der Stefan, der wundert sich noch, ob das wirklich funktioniert. Dann hat es funktioniert. So sah es dann aus. Wir haben blauäugig gedacht, ja, wir könnten da arbeiten, während die das machen. Das geht ja ganz schnell. Aber das hat sich da über lange Zeit herausgezogen und man sieht hier hinten, da versucht jemand zu programmieren, während die da Krach machen. Und so sieht es jetzt am Schluss aus. Gut, noch eine Neuerung. Im schulischen Bereich haben wir uns entschieden, das auszuprobieren, dass wir einfach regelmäßig Präsenzschulungen bei uns im Büro anbieten, kostenlos, zu einem Thema, das wollen wir vielleicht 4-mal im Jahr machen, so in der Gegend, haben das erste Mal das jetzt im März gemacht und das Ganze läuft unter dem Namen OO Teach, weil wir schon so viele O Talks und so, dass der Name, der passt ja ganz gut zu dem Thema. Und als Ergänzung möchten wir auch weiter diese Podcasts, die wir jeweils als Release-Podcasts gemacht haben, eigentlich mehr so Richtung Schulungspodcasts ausbauen, dass wir einfach so eine kleine Bibliothek an Einstiegsmaterial haben für neue Benutzerinnen und Benutzer. Wir haben neue Kunden dazu gewonnen. Ich gehe jetzt hier nicht auf die einzelnen ein.
Und da möchte ich noch etwas zum Partnerprogramm sagen. Die jeweiligen, die das noch nicht kennen, das Partnerprogramm ist eine Möglichkeit für uns, dass jetzt in der Regel größere Institutionen, die Universitäten, die es auch selbst betreiben, trotzdem in der Produktentwicklung irgendwo sich einklinken können. Also aus diesem Partnerprogramm, das ist kommerziell, da muss man dafür bezahlen, dass man Partner sein darf, da wird dann auch Basissoftwarepflege daraus finanziert. Es gibt eine gewisse Mitsprache in der Planung, in der Roadmap. Also morgen zum Beispiel haben wir das O-Visions-Treffen, wo eben die Partner sich treffen, einmal im Jahr, und alle zwei Monate haben wir dann online noch ein Treffen, wo wir einen Informationsaustausch pflegen. Das gibt es in verschiedenen Ausprägungen, und die Änderungen, die sich hier ergeben haben, ist, dass wir neu die IBW mit als Partner mit dabei haben. Das ist die Höhere Fachschule Südostschweiz. Patrick Burger ist hier als Vertreter, und ja, eben, ich habe gesagt, heute ist ein kritischer Tag für mich, weil so viele Gesichter da sind. Sie werden heute Nachmittag noch zum Thema Absenzmanagement ganz interessante Dinge vortragen. Und IBW ist für all die, die auf einer schulischen Ebene unterwegs sind, daher so interessant, weil die versuchen, das OpenOLAT wirklich als Frontend für die Dozierenden und die Studierenden in fast allen Belangen durchzusetzen. Das geht also sehr, sehr weit, die Integration in den Schulalltag. Die zweite Änderung ist, dass wir die Hochschule Furtwangen upgraden konnten von Bronze auf Silber. Das freut mich sehr. Da sind auch Vertreter da. Ich sehe es jetzt gerade, die sind da ganz da hinten, winken. Vielen Dank, das ist wirklich eine tolle Sache. Gut, kommen wir noch zum Ausblick. Ich habe den Ausblick aufgeteilt in so einen eher kurzfristigen Blick, und dann am Schluss wollen wir noch etwas in die Zukunftskugel schauen, wo die Reise dann so hingehen könnte. Ganz kurzfristig jetzt, OpenOLAT 11.5, da gibt es nochmals eine Runde QTI-Verbesserungen, also im E-Assessment-Bereich. Da kommen vor allem in der Anzeige der Testresultate, da sind wir jetzt noch wirklich in einer sehr rudimentären Form. Da sind wir einfach bisher noch nicht dazu gekommen, das zu verbessern. Das gab auch schon Missverständnisse dann bei der Auswertung von Tests. Und das war uns bewusst, dass das noch nicht der Endzustand ist. Und da werden wir also in diesem Release einiges verbessern und hoffen, dass wir dann noch ein ansprechendes Feedback für die Studierenden und auch für die Dozierenden dann erstellen können. Da gibt es einige kleinere Dinge, wie dass wir bei gewissen Fragetypen nochmals Layout-Optimierungen machen, dass wir auch bei Tests global einfach die Feedbacks ausschalten wollen, auch wenn sie in den Items konfiguriert sind, sodass ich eben Testfragen summativ wie auch formativ verwenden kann. Auch eine ganz wichtige Geschichte, wenn ich jetzt manuelle Korrekturen vornehme, dann muss ich ja natürlich pro Frage, die manuell korrigiert wird, also das sind Essay-Fragetyp, File-Upload oder Drawing, der Zeichnungsfragetyp, muss ich natürlich dort pro Frage die Punkte erfassen können und muss auch ein Feedback für die Studierenden erfassen können. Das wird also auch Teil dieses 11.5 sein. Eine ganz schöne neue Frageform kommt dazu, die Zuordnungsfrage in Form von Drag and Drop. Also ich schiebe Böckchen von einem Böckchen ins nächste Böckchen, um so eine Zuordnung zu machen. Es gibt noch eine zweite Art von Zuordnung, das sehen wir noch später. Da freuen wir uns, das kommt auch aus der Ecke Innsbruck. Genau. Weitere Themen beim 11.5, die jetzt nicht im Bereich E-Assessment sind, ist ein neues Kurselement Card2Brain. Das ist ein ganz interessantes Lernkartensystem, das man dann als eigenen Kursbaustein integrieren kann. Eigentlich wollten wir selber auch Lernkarten haben, aber wir sind da bisher nicht dazu gekommen und sind jetzt auf diese Card2Brain-Geschichte gestoßen. Das ist ein ganz interessantes, tolles Angebot, das ihr euch unbedingt anschauen solltet. Das wird als eigener Kursbaustein dann komplett integriert sein. Die Authentifizierung funktioniert dann über einen Single-Sign-On-Mechanismus, über LTI, sodass die Anwender überhaupt nichts spüren, dass das ein völlig anderes System ist.
Car2Brain ist eine kommerzielle Applikation, wird von der Firma Web Apps AG entwickelt. Urs Zimmermann ist hier. Oder kommt, da hinten sitzt er, winkt ganz schön. Vielen Dank, dass du hier bist. Fragen zu diesem Thema bitte nach der Präsentation am besten stellen oder auch schon vorher. Um 14.45 Uhr wird dieses Thema vorgestellt, also alle, die sich für Lernkarten-Szenarien interessieren. Dann haben wir Thema Blog. Das wird bei BBW werden da Jauchzer durch die Menge gehen. Da werden sie die ganze Datenstruktur umbauen, sodass das einfach robuster ist. Weil wir hatten beim Blog immer wieder technische Probleme, dass Blog-Einträge nicht so abgespeichert wurden, wie es die Leute erfasst haben. Was dann in einem Klassenbetrieb, wo alle am selben Blog arbeiten, zu großen Problemen geführt hat. Gleichzeitig implementieren wir endlich die Benachrichtigungen, wenn sich Änderungen im Blog ergeben. Gut, die anderen Dinge, da skippen wir, damit wir zeitig durchkommen. Aber was ich noch vergessen habe, der Zeithorizont, das ist also in knapp einem Monat wird das dann released sein. So, der nächste größere Schritt wird dann OpenOLA 12 sein. Und da kommt, haben wir eigentlich zwei Themen. Wir springen da gerade mal direkt rein. Das Hauptthema ist das Absenzenmanagement. Ich werde da jetzt gar nicht allzu viel sagen dazu, weil es gibt hier um 14 Uhr eine Präsentation, wo Patrick Burger von der IBW und der Marco Ferrari von Frentix, der da hinten steht, im Detail euch zeigen werden, was es da mit auf sich hat. Ganz kurz, es macht eigentlich das, was man versteht, wenn man den Namen Absenzen hört. Das heißt, es gibt irgendwo Lektionen, wo man fehlen kann, was dann eine Absenz ist, und da gibt es dann verschiedene weitere Dinge wie Absenzenquoten etc. Wichtig für diejenigen, die das nicht interessieren, Hochschul-Setup zum Beispiel, das ist ein optionales Modul, das gibt es also nicht automatisch, und wenn man das nicht hat, dann spürt man überhaupt nichts von diesem Absenzenmanagement. Finanziert und initiiert wurde das von der IBW. Da kam dieser ganze Push in diese Richtung und die Hauptfinanzierung wird von der IBW gestellt. Gut, das zweite Thema, ebenfalls von IBW angeregt und initiiert und finanziert, ist eine Infrastruktur für Dozierende, auch in einem schulischen Setup, wo ich fachgesteuert oder kompetenzgesteuert Zugang zu Lernunterlagen freischalten möchte, also nicht für die Schüler, oder, sondern für die Dozierenden, damit die ihre Dozentenunterlagen beziehen können von der Schule. Das ist eigentlich das, was diese Infrastruktur machen wird. Dafür werden wir eine Datenstruktur bauen, die für uns dann als längerfristige Basis für ein Kompetenzmanagement dienen wird. Wir sagen dem jetzt hier nicht Kompetenzmanagement, weil das eine ganz spezifische Funktion ist für einen schulischen Setup. Aber wir haben danach eine Basisinfrastruktur, um all diese interessanten Themen im Bereich Kompetenzmanagement überhaupt angehen zu können. Zum Kompetenzmanagement werden ja auch am Ende des Tages dann noch ein Impuls- oder ein Input-Referat von Marco Ferrari hören, was man sich unter diesem ganzen Schlagwort überhaupt so vorstellen könnte. Das ist ebenfalls eine optionale Sache, also in einem nicht-schulischen Setup wird das keinen Bedarf geben, so eine Funktion einzuführen. Das ist geplant für Sommer, also im Q3 wird der 12er Release dann vorhanden sein. Gut, dann haben wir so eine Kategorie von diversen Entwicklungskandidaten, sage ich mal. Das könnten Dinge sein, die wir noch vor dem 12er releasen, je nachdem wie die Zeitschiene dann läuft, oder die dann für später nach dem 12er kommen. Das sind einfach alles Themen, wo wir schon ganz konkret mit Kunden besprochen haben, wo es schon auch Offerten gibt, wo es Spezifikationen gibt, aber die noch nicht 100% spruchreif sind. Da gibt es einen ganzen Block E-Portfolio. Beginnen wir mit dem Export, der ist schon spruchreif, der ist einfach noch nicht implementiert, also der wird kommen. Dann haben wir verschiedene Themen, wo wir im E-Portfolio jetzt noch Nachsteuerungsbedarf sehen, zum Beispiel die Formatierung im Fragebogen, auch in den Einträgen, da sollte noch mehr Flexibilität
möglich sein. Wir wollen diese tolle Geschichte mit diesem Spider-Diagramm bei der Selbst- und Fremdeinschätzung, das wollen wir auch in Form einer Zeitreihe verwenden können. Also ich mache eine Selbsteinschätzung und im nächsten Jahr mache ich dieselbe Selbsteinschätzung nochmals, dann möchte ich die übereinander legen können. Also diese Art von Auswertung ist damit gemeint, mit Zeitreihe. Dann soll das ganze System stärker automatisiert Benachrichtigungen versenden, wenn sich etwas ändert, was ich anschauen muss. Und im ganzen Prozess, wie diese Freigabe von Selbst- und Fremdeinschätzungen passiert, da gibt es unterschiedliche Ansichten und Anforderungen, da werden wir auch noch Hand anlegen müssen. Auch die ganze Betreuungsansicht haben wir gesehen, wenn ich jetzt Hunderte von Studierenden habe, dann skaliert die jetzt aus einer Usability-Sicht nicht, da habe ich einfach zu viele Einträge, da müssen wir noch daran arbeiten. Das E-Portfolio haben ja hauptsächlich finanziert die HFGS und BZG. Und da gibt es jetzt auch noch, eben haben wir den Export zum Beispiel, ist noch aus diesem alten Budget finanziert, aber im Moment haben wir noch keine Finanzierung, um all diese Funktionen zu sichern. Wer also mit ePortfolio arbeitet, den lade ich doch gerne ein, sich mit diesen beiden Partnern auszutauschen, Synergien zu suchen und zu schauen, wo können wir allenfalls Finanzen bündeln, um diese Dinge dann wirklich umzusetzen. Dann der Aufgabenbaustein. Da gibt es immer wieder Fragen zum Aufgabenbaustein, wie wird er angewendet, warum ist er so und nicht anders. Da sehen wir auch noch an diversen Punkten Nachsteuerungsbedarf. Das Wichtigste, denke ich, ist, dass diese Prozessschritte eben individuell pro Benutzer auch gesteuert werden können. Im Moment sind das ja einfach, der Abgabetermin ist für alle gleich. Und wenn jemand krank war, dann kann ich nicht für diese eine Person den noch eine Woche verschieben. Das geht im Moment nicht. Das wäre damit gemeint. Also eine massive Flexibilisierung des ganzen Prozesses. Dann das ist auch eine Sache, die offenbar wichtig ist, dass man die Aufgaben auch noch nachträglich wieder austauschen kann, wenn es irgendeinen Fehler gibt, ein Update, was auch immer, gibt es verschiedene Gründe, kann man heute nicht. Man müsste auch unterscheiden können, offenbar zwischen freiwilligen und Pflichtübungen. Also ich kann eine Übung machen, aber ich muss nicht. Das ist eine subtile Unterscheidung, die im System dann dazu führt, dass man dann diesen Baustein nicht bestanden hat, weil man hat ihn nicht gemacht, obwohl er gar nicht Pflicht gewesen wäre. Genau, und das hier unten, das ist eigentlich eine Erweiterung, die wir sehen, die ganz über das gesamte Bewertungssystem hinweg eine große Verbesserung bringen würde, nämlich dass ich neben der Punkte- und Bestanden-Nicht-Bestanden-Bewertung auch eine textuelle Bewertung in Form einer Datei dem Studierenden übermitteln kann. Ich kann jetzt einfach ein Texteingabefeld, kann einen Kommentar eingeben, aber das ist halt natürlich sehr limitiert. Und oft sind diese Beurteilungen ja sowieso extern geschrieben in einem Template, in Word oder wie auch immer. Und ich möchte die gerne den Studierenden so abgeben können, aber eben auch zeitgesteuert mit diesem Sichtbarkeitsflag, was wir da vorhin gesehen haben im Bewertungssystem. Hier ist der VZP sehr engagiert, BZG ist ebenfalls sehr interessiert in diesen Themen. Auch hier bitte ich euch, wenn ihr mit dem Aufgabenbaustein intensiv arbeitet, noch weitere Ideen habt oder vielleicht auch finanzielle Mittel seht bei euch, tut uns mit uns oder mit diesen anderen Partnern zusammen, sodass wir eben in einem Crowdfunding-Prozess hier eine Finanzierung finden, wie wir diese Dinge umsetzen können. Fragentypen. Im Moment haben wir schon 11 Fragetypen. Für den 11.5 haben wir ja schon gesehen, kommt noch der Drag and Drop dazu. Wir haben jetzt aber noch diverse Ideen, was wir noch für weitere Fragetypen machen könnten. Und wir haben auch gesehen, dass ihr auch weitere Ideen habt. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar von diesen Fragetypen, die wir denken, die noch sinnvoll wären, aufgelistet. Mit dem Hinweis, wer diese Fragetypen haben möchte, in einem beschleunigten Verfahren, der sollte sich darum kümmern, dass wir irgendwie eine Finanzierung hinkriegen. Grundsätzlich kann man sagen, pro Fragetyp, den wir umsetzen, müssen wir ungefähr 2 Wochen Zeit einrechnen. Es geht darum, das ganze Editor-Interface zu bauen, um zum Beispiel das hier zu managen aus der Editorenansicht. Dann müssen wir die Laufzeitumgebung, die existiert bereits. Dann müssen wir im Auswertungswerkzeug müssen wir die Grafikbalken, also wie man das halt optisch auswertet,
gemäß, also optimiert für diesen Fragetypen implementieren. Wir müssen den Word-Export implementieren, sodass wir sagen können, eben alle Fragetypen, die wir unterstützen im Editor, die kann man dann eben auch mit einem, in einer Form exportieren, dass eine Paper-Pencil-Prüfung möglich ist. Gut, also der Inline-Choice ist eine interessante Sache, das ist ein bisschen wie der Hottext, einfach, dass das in einem Pulldown angezeigt wird. Also ich habe hier einen Satz und im Satz drin hat es jetzt verschiedene Wörter drin und ich muss eines davon auswählen in Form eines Pulldowns. Der heißt Inline-Choice. Das ist also die Terminologie, wie sie vom Standard her vorgegeben ist. Dann gibt es ein Graphic Gap Match, auch eine interessante Sache, nämlich ich habe ein Bild, auf diesem Bild sind Bereiche markiert und ich muss nun Begriffe in diesen Bereichen zuordnen mit Drag and Drop. Das könnte hier irgendwie eine Arterie sein und ich muss halt eben sagen, es ist eine Arterie und nicht eine Vene oder so etwas. Das wäre dieser zweite Associate, also Beziehungsfragetyp, den ich vorher angesprochen habe. Im Gegensatz zum anderen, wo ich diese Box quasi da in diese andere Box reinschiebe, ist bei diesem Fragetyp die Idee, dass ich nur eine Beziehung visuell herstelle. Das ist ein subtiler Unterschied. Also ich denke, das ist wahrscheinlich mehr dann psychologisch begründet, warum man dann diesen oder diese Version nimmt. Auf alle Fälle ist das ein Fragetyp, den wir auch noch nicht haben, den wir aber denken, doch ganz interessant wäre. Den Reihenfolgefragetyp haben wir auch noch nicht. Da muss ich also diese drei Begriffe in die richtige Reihenfolge verschieben. Wäre auch sehr interessant, viele Szenarien damit abdeckbar. Und hier haben wir noch eine ganz exotische Geschichte, die jetzt nicht direkt aus der IMS-Spezifikation kommt, die wir aber damit umsetzen können. Das haben wir bei einem anderen System gesehen. Das da kann man sich vorstellen, das sind einfach Slider. Und statt dass das diese Slider jetzt horizontal sind, sind sie halt vertikal und gezeichnet wie ein Barchart. Und jetzt kann ich natürlich eigentlich mir ganz gute Fragestellungen ausdenken, zu Wirtschaftsthemen zum Beispiel, wo ich dann irgendwie so eine spezielle Kurve zeichnen muss. Die Fragestellung hier ist jetzt ein bisschen banal, weil ich kann hier 9 lesen und dann muss ich hier auf 9 stellen und dann ist es richtig. Ja. Aber da kann ich mir gute Dinge vorstellen. Also vielleicht lässt sich jemand hier inspirieren von diesen Dingen und einfach die Message an euch ist eigentlich, es gibt hier noch ganz viele Möglichkeiten. Wir von uns aus werden im Moment ohne ein Fähnchen aufhalten von eurer Seite keine weiteren Fragetypen implementieren, bis wir spüren, dass hier ein ganz konkreter Bedarf ist. Gut, dann haben wir noch weitere Entwicklungskandidaten, die schon weiter oder weniger weit ausgegoren sind. Da gibt es zum Beispiel ein Thema Panopto, das ist ein Video-Lecture-Recording-System, das ganz toll ist. Da ist VCP sehr interessiert an einer tiefen Integration. Wenn sich jemand anders auch für dieses Thema interessiert, Sabina Hemsing zum Beispiel nickt hier ganz fleißig im Publikum, sprecht sie an, oder auch der Stefan Clemens habe ich auch gesehen. Wir sehen hier nicht, aber da hinten sitzt er, genau. Sprecht die an und schaut, ob ihr hier Berührungsflächen habt. EduBase, EduBook haben wir letztes Jahr eine kleine Präsentation gesehen. Das ist also ein E-Book-System mit, das ist der Shop, wo ich die Bücher kaufen kann. Das ist der Reader, um die Bücher anzuzeigen. Hier wollen wir eine ganz tiefe Integration anbieten, sodass ich eben Bücher in den Lernkontext eines Kurses einbinden kann, also Leseaufträge formulieren kann. Die werden dann mit diesem System von den Schülern umgesetzt, ohne irgendwelche Passwörter eingeben zu müssen, ohne Büchercodes eingeben zu müssen. Das geht dann alles automatisch im Hintergrund. Also eine ganz tolle Integration. Da haben wir auch die Marion von Careum ist hier. Wenn euch dieses Thema interessiert und der Peter ist auch hier, wenn euch dieses Thema interessiert, bitte unbedingt mit diesen Personen Kontakt aufnehmen, damit ihr euch anschließen könnt in die Institutionen, die an diesem Thema schon interessiert sind. Da seid ihr also nicht alleine, da sind einige sehr darauf erpicht, dass das kommt. Adobe Connect gibt es verschiedene Interessenten. Hamburg, auch die Uni Hamburg, hätte ich auch noch hinschreiben müssen, das ist jetzt die Fernhochschule. Dann haben wir Furtwang, ist auch an dem Thema interessiert. Adobe Connect ist ein virtueller Klassenraum. Wenn euch dieses Thema interessiert, nehmt Kontakt mit denen auf, damit wir hier dieses Thema umsetzen können.
Etwas längerfristig ist dann noch das Umfragewerkzeug. Da haben wir noch basierend auf dem alten QT-Standard dieses Survey-Tool, was ja eher ein bisschen rudimentär ist. Das würden wir gerne ersetzen durch die neue Infrastruktur, wie wir sie im ePortfolio jetzt verwendet haben, und möchten den Umfragebaustein im Kurs entsprechend hier auf diesen Bereich bringen. Und IBW hat da noch ganz andere Dinge damit vor, aber das diskutieren wir jetzt nicht heute hier. Gut, ich habe noch 10 Minuten, oder? Stimmt das? Gut, dann haben wir hier ein, das ist jetzt eben die Zauberkugel, von der ich gesprochen habe. Also das ist nichts Konkretes, sondern das ist ein Thema, was uns im Moment sehr stark beschäftigt bei Frentix. Und wo wir denken, dass wir unbedingt etwas unternehmen müssen. Da ist nichts in Stein gemeißelt, da ist auch nichts fix, sondern es sind einfach mal Ideen, die wir euch präsentieren möchten, und wir sind ganz gespannt, was dann eure Reaktionen drauf sind, ob ihr das totaler Käse findet oder jubelt und klatscht. Das sehen wir dann vielleicht beim Apero oder wie auch immer. Also Lernpfad, worum geht's? Grundsätzlich ist es so, dass wir im OpenOLA traditionell eigentlich relativ wenig Unterstützung für die Lernenden haben, um zu sehen, was habe ich denn schon gemacht, wo stehe ich überhaupt. Ich habe einfach diesen Leistungsnachweis, wo ich der funktioniert aber nur mit Bewertungen. Mhm. Und die ganzen Lerninhalte, wenn ich Lerninhalte über OpenOLA distribuiere, dann sehe ich relativ schlecht, wo ich bin, wo ich stehe und was sind meine nächsten Themen. Das sind aber die zentralen Themen. Also was muss ich machen, was habe ich schon gemacht und was ist mein Lernstand? Und zwar absolut zu Endziel und vielleicht auch relativ zu, bin ich besser als die anderen. Oder bin ich schon weiter? Aus Sicht der Dozierenden heißt das dann, ich muss irgendwie festlegen, was dann eben zu machen ist, also wann ist es dann eben gemacht. Und ich muss auch mir überlegen, gibt es denn vielleicht auch Alternativen. Wenn wir das jetzt die Vogelperspektive nochmal einnehmen, dann sehen wir dieses ganze Lernpfad-Thema eigentlich auf zwei Ebenen. Wir haben hier diese Makroebene, wir nennen das die curriculare Struktur. Und dann die Mikroebene des Kurses. Also dieses Curriculum, das könnte eben sein, ja, ich besuche etwas, da gibt es eine Modulstruktur mit vielleicht Semestern oder wie auch immer. Und dann am Schluss irgendwelche Kurse, die dann die konkreten Fächer umsetzen. Und im Kurs drin, da sind wir dann auf dieser Mikroebene, wo es dann wirklich um die Lerninhalte geht. Zum Curriculum möchte ich hier nicht allzu viel sagen, weil das ist wie eine separate Schiene. Aber wichtig ist eigentlich das hier. Der Lernpfad jetzt, oder dieser Lernpfad-Aspekt, wenn man den aus Curriculum-Sicht sieht, dann beantwortet er mir die Frage nach dem Kontext, also was mache ich, warum mache ich jetzt, warum bin ich in einem Kurs, in welchem Kontext ist dieser Kurs, wo ist dieses, meine aktuelle Lernaktivität im Kontext von einem Gesamtstudium. Und das Curriculum eben ist klar, das strukturiert irgendwie meinen Studiengang in einer zeitlichen und einer inhaltlichen Hinsicht. Die effektiven Lernangebote, also die Fächer, die Kurse, die Seminare, die Microlearnings oder wie auch immer man den einzelnen Einheiten dann sagt, das sind die Kurse. Und das hier wäre eine Struktur, wo wir darüber nachdenken, ob es sinnvoll wäre, so etwas direkt im OpenOLA mit drin zu haben. Typischerweise würde das aus einem externen System synchronisiert werden, weil dort, wo man mit curricularen Strukturen arbeitet, hat man diese Strukturen in der Regel ja schon erfasst in einem Schuladministrationssystem. Gut, so viel zum Curriculum, mehr sage ich dazu nicht, weil das nicht ein primärer Fokus ist. Uns interessiert vielmehr diese Mikroebene im Kurs, also die Navigationshilfe, die mir hilft, diesen Content gut zu bearbeiten. Die Frage ist also, wo ist mein Fokus? Wo ist der Fokus meiner aktuellen Lernaktivität und nicht der Kontext? Der Kontext ist mir klar, wenn ich in Mathematikübung bin, dann muss ich keinen Kontext haben, sondern dann fokussiere ich mich auf die aktuelle Frage. Wir haben verschiedene Elemente, die wir in diesem Zusammenhang Lernpfad benennen wollen, nämlich etwas der Lernfortschritt. Das bedingt, dass es irgend so etwas hat, oder? Also von euch aus gesehen so wahrscheinlich. Dann haben wir etwas wie einen Bewertungsfortschritt, das ist aber nicht dasselbe, weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich habe 6 Monate lang einen Kurs, den ich besuche und ich bearbeite den durch und ganz zum Schluss gibt es eine Prüfung
Und der Bewertungsfortschritt, der ist quasi am Schluss von 0 auf 100. Der findet während der ganzen Zeit gar nicht statt. Aber der Lernfortschritt, der ist eben ist eine ganz andere Maßeinheit. Dann müssen wir irgendwie eine Visualisierung haben von dieser, von diesem Lernpfad. Wo war ich? Was habe ich schon? Was muss ich noch? Und wir müssen uns auch fragen, ob dann diese, also was gehört denn in so einen Lernpfad rein? Und typischerweise ist ein Kontaktformular nicht etwas, was jetzt im Lernpfad Sinn macht, weil das ist ja gar nicht zeitlich gesteuert, das ist einfach ein Tool. Und ein Forum könnte auch einfach ein Tool sein, das unterstützend zum Kurs bereitsteht. Und da ist also die Frage, ist das, wie geht man damit um? Ja, was sind dann die Voraussetzungen, haben wir uns überlegt, dass wir so etwas machen könnten. Und ganz eine wichtige Geschichte ist, wir brauchen messbare Einheiten. Und was uns da so in den Sinn kommt, sind zum Beispiel die Aktivitäten, die man absolvieren muss. Das wären so im Prinzip die Kursbausteine, könnten wir sagen. Dann gibt es aber eine unterschiedliche Gewichtung dieser Aktivitäten, nämlich wie viel Zeit brauche ich, um so eine Aktivität durchzuführen. Also Zeit ist etwas, was wahrscheinlich wichtig ist. Und die Bewertung ist auch eine wichtige Information, die haben wir bereits. Da sind wir auf der sicheren Seite, Punkte und bestanden. Wir sehen aber, es gibt eben obligatorische und optionale Aktivitäten. Das wird sicher eine wichtige Aussage sein in diesem Lernpfad. Muss ich etwas machen oder ist das ein Goodie, was ich belegen kann, was ich aber nicht belegen muss? Und auch eine wichtige Aussage, diese Gewichtung der Aktivitäten, entweder basierend auf der Zeit oder basierend auf einer Qualitätsmerkmal. Zum Beispiel, wenn ich einen Test mache über ein Thema, dann hat dieser Test eine ganz andere qualitative Bedeutung dieses Resultats, dass ich diesen Test bestanden habe, wie wenn ich selbst deklarativ eine Checkbox anmache, wo ich sage, ja, ich habe das verstanden, habe ich gemacht. Also kann ich sagen, der Test hat in diesem Lernpfad 90%, wenn ich den habe, habe ich 90% und das andere, das zählt nur 10%. Zur Verdeutlichung. Und um diese 100%, also um diesen Balken zu machen, muss ich natürlich wissen, was 100% ist. Und das heißt, ich muss das berechnen können zu jeder Zeit. Und da kommen wir eben mit dem Kurs ein bisschen in ein Problem, weil diese Zugangsregeln, diese Expertenregeln, die haben eine Dynamik, die zu komplex ist. Wir haben mit Expertenregeln, wir haben Datumsfelder, wir haben Benutzerattribute, die teilweise sogar flüchtig sind. Wenn ich mit Schibole einkomme, sind die gar nicht persistiert in der Datenbank. Wir haben logische Operatoren. Ich kann sagen, heute Gruppe Rot und morgen Gruppe Grün. Da kann ich gar keine 100% ausrechnen, weil die ändern sich permanent. Also das ist eine Problematik. Es ist also nicht 100% stabil berechenbar und wir müssen uns entscheiden, gehen wir diesen Trade-off ein und sagen, gut, dass jemand, der das halt verwendet, bei dem ist das halt so, dass diese Prozente halt jeden Tag sich ändern. Oder müssen wir einen neuen Kursmodus machen und man entscheidet sich halt, hat man das alte, traditionelle System, was mehr für eben Spezialisten der Fall ist, oder haben wir ein lernpfadgesteuertes System. Gut, zu den Kurstools noch ein kleiner Randbemerkung. Das haben wir ja schon. Diese Kurstools haben wir schon. Wir können den Chat oben hin machen oder wegmachen. Also warum machen wir nicht einfach für eine gewisse Anzahl Bausteine das genau gleich und sagen, ja, Forum kann ich oben auch ein Tool hin und weg machen. Das würde ganz viele Probleme vielleicht schon lösen. Gut, diese Berechenbarkeit, die führt dazu, dass wir da mehr Informationen brauchen, als wir heute haben. Wir haben bei dem bewertbaren Baustein haben wir die Punkte bestanden, das erledigt. Und dieses erledigt brauchen wir eigentlich auch für die anderen Bausteine. Auch eine Einzelseite muss irgendwie erledigt sein können, was auch immer die Bedeutung davon ist. Also hier müssen wir etwas tun, um weiterzukommen. Und das ist ganz wichtig, es muss unabhängig von den Punkten sein. Es kann nicht sein, dass ich für das Lesen einer Einzelseite einen Punkt kriege. Das ist von der Aussage her etwas völlig anderes als ich habe es gelesen. Gut, dann sehen wir uns doch mal an, wie so etwas aussehen könnte. Das sind jetzt also völlige Mockups. Man könnte sich vorstellen, dass ich hier in der Konfiguration des Kurses definiere, ja, ist das die klassische Ansicht oder ist das eben ein Kurs, der mit Lernpfad funktioniert und damit eine Steuerung machen. Dann könnte ich mir vorstellen, hier weitere Kurstools. Wir haben jetzt hier nur eins, das Mailformular hinzugefügt. Dann können wir uns anschauen,
wie könnte der Editor aussehen, wenn wir jetzt in diesem Lernpfadmodus sind. Da könnten wir zum Beispiel sagen, ja, diese Sichtbarkeit und Zugangssteuerung, die brauchen wir ja in diesem Lernpfadsteuerung nicht mehr. Also haben wir einen neuen Tab-Lernpfad. Da würde ich dann sagen, ja, was ist die Zeitvorgabe für dieses Element? Das ist optional, vielleicht hat es keine Zeitvorgabe. Vielleicht hat es eine Gewichtung, eben weil es mehrere Gewicht hat, ist es pflichtobligatorisch. Und hier eine ganz wichtige Geschichte, hier muss ich irgendwie festlegen, wann gilt dann dieses Element als erledigt. Das ist bei vielen Bausteinen automatisch. Im Video kann man sagen, ja, wenn es zu Ende geguckt wurde, das können wir automatisch machen. Test kann man sagen, ja, wenn er gemacht wurde, ist er gemacht. Aber beim Test ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ein Test kann erledigt sein, obwohl man ihn nicht bestanden hat. Weil man kann ihn nur einmal machen, hat ihn nicht bestanden, aber er ist trotzdem erledigt, es geht weiter im Kurs. Also so könnten wir das verwalten. Wie könnte es jetzt für die Benutzer aussehen? Wir stellen uns vor, dass wir eine Darstellung so dieses Lernpfads haben könnten. Wir könnten sie auch hier oben haben, horizontal, habe jetzt nicht gemalt. Und man sieht hier schon so ein bisschen etwas, dass diese unendliche Verschachtelung, was wir teilweise bei Kursen sehen, dass das ein bisschen eine gegenläufige Geschichte ist zum Lernpfad. Also wenn man mit so Lernpfaden arbeitet in der Form, wird man wahrscheinlich eher relativ klein granulare Kurse machen, die jetzt nicht über Jahre dauern, weil das einfach vom Konzept her nicht passt. Man könnte sich vorstellen, hier oben, dass man da direkt den Lernfortschritt sieht in der Toolbar. Man könnte hier sich vorstellen, wie diese Kurstools aussehen. Das eine ist der Lernfortschritt, das andere ist der Bewertungsfortschritt. Und was man hier auch noch sieht, ist dieses Next Next. Das korrespondiert dann hier mit diesem Lernpfad. Und jetzt in dieser Seite müsste ich zum Beispiel manuell bestätigen, dass ich die gelesen habe, weil das jetzt so konfiguriert war. Wie könnte das im Leistungsnachweis aussehen? Da könnte ich auch detailliert für jeden einzelnen Kursbaustein dann eine Auflistung haben, wo ist dann mein Lernstand in dieser ganzen Angelegenheit. Ja, zur Umsetzung noch, die Zeit läuft ab. Wichtig ist, denke ich, dass diese einzelnen Elemente, die sind eigentlich weitgehend unabhängig voneinander umsetzbar. Es gibt natürlich eine natürliche Reihenfolge, die jetzt aber nicht dem entspricht. Also wir könnten auch einfach mal mit gewissen Dingen einfach mal beginnen. Und eben, wie gesagt, wir haben hier noch keine Finanzierung. Das ist ein internes Projekt, über das wir nachdenken. Wir haben auch schon mit einigen Kunden darüber gesprochen. Wenn euch das am Herzen liegt, dann bitte diskutiert mit uns. Gut, und mit 2 Minuten Überzug haben wir es geschafft. Und ich möchte hier eigentlich gerne schließen. Vielleicht machen wir noch eine ganz kurze Fragerunde, wenn es Fragen gibt. Und dann wird es dann zum Kaffee gehen. Sind Fragen im Raum? Wir haben noch ein Mikrofon. Urs, könntest du echt schnell mit dem Mikro? Merci. Gibt es eine Frage oder eine Wortmeldung, ein Feedback? Wenn nicht, passt das auch. Wir haben ja noch den ganzen Tag für uns. Es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Und ich lade euch gerne ein, jetzt in die Kaffeepause zu gehen und jetzt muss ich spicken, weil ich es nicht weiß, auswendig. Wie viel? 10.45 Uhr geht es weiter. Ich werde das Programm hier anzeigen lassen für die, die es nicht dabei haben. Auf dem Handy kommt ihr auch jederzeit drauf. Und ich wünsche euch viel Spaß am heutigen Tag. Danke.